Ja, Zuschauern mit einem scharfen Auge wird aufgefallen sein, dass diese Person hier fast überall in Gruntildas Reich zu finden ist. Und wir müssen jetzt mit allen reden, denn sie gibt uns Tipps, die uns später noch helfen werden. Und wir fangen an mit der allerersten, die ist in diesem Raum hier, wo man das Puzzleteil von Treasure Trove Cove machen kann. Also, was hast du uns zu sagen? Gruntilda putzt ihre Zähne mit stinkendem Käse. Lecker. Ist noch Parmesan. Ihr Haar wäscht sie mit Motoröl. Das gibt sicher Glanz, ja? Ihre Kleidung holt sie sich aus dem Hexendiscounter. Ja, besten Angebote. Ja, mit der habe ich ja schon gesprochen. Es gibt allerdings noch viele andere von ihr und mit denen werde ich jetzt auch noch reden. So, Brenthilda Nummer 2 ist dort versteckt, wo ihr das Puzzleteil für Click Clockwood macht. In der Hexenschule war ihr Spitzname Adlernase. Ich frage mich, warum? Der Lieblingsgeruch der alten Warzenfratze ist stinkender Schwefel. Hey, meine ganze Wohnung riecht so. Das ist super. Man behauptet auch, ihre Lieblingsfarbe sei Speigrün. Das merkt man schon an ihrer Gesichtsfarbe. Danke, Gruntilda, dass du das unnötig in die Länge gezogen hast. Ab zur nächsten. Brenthilda Nummer 3. Hier, wo der Eingang zu Clankers Cavern ist, auf den Rohren drauf. Wusstest du, dass Gruntilda ein Sabberlätzchen unter ihrer Hexentuft trägt? Ich muss nicht wissen, was sie unter ihrer Wäsche trägt, danke. Sie hatte auch einen schrecklichen Hund, der Waldi hieß. Sehr originell. Meine Schwester singt in ihrer eigenen Band. Gruntis Monstermob. Schreckliche Musik. Gibt's noch Freikarten fürs nächste Konzert? Wie dem auch sei, die nächste. Die nächste befindet sich hinter der großen, riesigen Gruntilda-Statue. Meine faule Schwester schläft oft in einer Mülltonne. Wer sich's leisten kann? Gruntilda gewann den ersten Preis beim Wettbewerb der Miesmacher. Da macht mir jemand Konkurrenz. Gruntilda, halt den Mund, danke. Sie erschien einmal auf dem Titelblatt von Hexenspezial. Oh oh. Das Bild zeigt, wie sie kleine Kinder Oh mein Gott. Nintendo-Spiel. Ich glaube, wir gehen einfach zur nächsten. Die nächste Brenthilda ist dort, wo Bubble Club Swamp ist, und zwar in einem der hohlen Baustämme. Der Lieblingssport meiner Schwester ist Zauberbuch werfen. Nicht Quidditch? Obwohl sie so dumpf ist, hat sie den Abschluss an der Bushaltestelle gemacht. Hey, ich auch, was für ein Zufall. Gruntildas Marotte auf einer Party ist, alle Gäste zu fressen. Warum wurde ich noch nie eingeladen? Das will ich sehen. Naja, was soll's. Die nächste Brenthilda ist hinter Gobis Valley. Gruntildas bester Freund in der Hexenschule war der Hausmeister. Naja, Hauptsache irgendein Freund, hm? Zum Relaxen liest sie die bunte Hexenwelt. Naja, bunte Bilder. Dabei schlürft sie genüsslich an einem Spinnenbeincocktail. Ja, gibt's erst seit kurzem in der Smoothie-Welt, warum auch nicht? Und weiter geht die Suche. In diesem Raum, oben auf Gruntildas Hut. Wieder eine. Zum Frühstück isst sie gegrillte Grillen. Ist sehr eiweißhaltig, warum auch nicht? Würde ich auch essen. Zum Abendessen gibt es Katzensteaks. Ich mag auch Chinesisch.
Das Warzengesicht liebt zum Nachtisch Augapfel-Eiscreme. Apfel-Eiscreme ja, Augapfel-Eiscreme nein. Diese Brentilda ist wirklich sehr mies versteckt. Auf dem Friedhof von Mad Monster Menschen. Ganz rechts außen hinter dem Grabstein. Die ist wirklich leicht zu übersehen. Die alte Hexe trägt einen Stinktierschwanz als Glücksbring in ihrer Tasche. Gibt ja nicht so genug schon Auswahl. Man sagt, dass sie abends im Bett mit einer Voodoo-Puppe knuddelt. Die Frage ist, von wem? Gruntildas Zauberbesen kann schneller fliegen als der Schall. Also ein Nimbus 2000 anscheinend. Oder Nimbus 2001. Oder Nimbus 5000. Kenne mich da zu wenig aus. Ja, ich bin ein armes Schatzi. Ich habe eine Energie verloren auf dem Weg hierher. Dankeschön. Unsere beste Freundin, die Vulkan-Brentilda. An der Decke von Gruntildas Schlafzimmer hängen stinkende Socken. Naja, besser als sie wirft sie am Boden, oder? An ihrem Fenster steht ein Topf, in dem eine Giftdornenrose wächst. Mhm, die hat sie dann an das Biest verkauft, stimmt's? Gruntildas Unterwäsche ist giftgelb gesprenkelt. Ich sag's nochmal, ich muss nicht wissen, was sie unter ihrer Kleidung trägt. Dankeschön. Und eine Gruntilda, sei schon wieder Gruntilda, Brentilda haben wir noch, nämlich hier bei Click Clockwood. Gruntildas liebstes Hobby ist, ihre Pickel auszudrücken. Da kenne ich viele Leute, bei denen ist das wahrscheinlich auch so, wenn ich sie so sehe. Ein armer Kerl namens Will Hirn war ihr erster und einziger Liebhaber. Och, der arme Kerl. Vor vielen Jahren hatte Gruntilda ein kopfloses Huhn als Haustier. Ja, und dann kam Waldi, stimmt's? Und damit haben wir alles an Items, alles an Infos, was wir brauchen, um die nächste Notentür zu passieren. Aber scheinbar nicht die Skills, hier raufzukommen. Danke, Benjo. Das bedeutet, beim nächsten Mal ist es endlich soweit. Und wir werden diese Tür betreten. Nach allen Levels, die wir geschafft haben, 100% alle Items gesammelt haben, kann es ja nur eins bedeuten. Das Ende ist nah. Und das seht ihr dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Ich bin ich und nicht er. Das ist Banjo-Kazooie. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.